Spaß gemacht. Ja, Vielen Dank. Man sollte gewisse Feste ja in diesem Jahr feiern, wenn es geht und wenn man kann. Ne? Wir feiern ja heute ein großes Fest. Gemeinsam, niemals einsam. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, so, ich darf euch bitten, nach unten zu gehen mit allen anderen Nominierten in der Kategorie Musik zusammen Aufstellung zu nehmen. Herzlich willkommen euch allen. Erstmal hier im Studio. Lea ist nominiert. Ben Zucker darf sich Hoffnung machen. Howard Carpendale ist nochmal bei uns. Schön, dass du da bist, Howard. Lotte, ja, mehr davon. Ja, und eben gehört Florian Silbereisen und Thomas Anders. Das sind die Nominierten in der Kategorie Musik. Das sind die fünf, also sechs an der Zahl, aber fünf Nominierte, die sich in diesem Jahr Hoffnung machen dürfen. Wer gewinnt sie? Wer hat von den Leserinnen und Lesern, den Zuschauerinnen und Zuschauern die meisten Stimmen bekommen? Wer bekommt die goldene Henne in der Kategorie Musik? Ich darf es feierlich verkünden. Die Gewinner sind Thomas Anders und Florian Silbereisen. Lieber Thomas, lieber Florian, herzlichen Glückwunsch. Kommt noch mal zu uns da oben. Ja, aber gehen wir jetzt. Jetzt müsst ihr. Vielen Dank euch allen, die nominiert waren. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Kommt da oben. Oh, war ja. Ja. Und wir wollen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und damit ihr euch einen kleinen Moment sammeln könnt, schauen wir jetzt erstmal gemeinsam auf dieses wahnsinnige Jahr, auf die letzten Wochen und Monate, die hinter euch liegen. Es waren besondere und vor allen Dingen besonders erfolgreiche. Der eine ein Weltstar, der andere Deutschlands großer Entertainer. Zusammen stehen sie jetzt auf dem Schlager-Olymp, landen mit ihrem Debütalbum einen Sensationserfolg. Angefangen hatte alles als kleiner Spaß im Schlagerboom 2018. Thomas, wer darf heute mit dir singen? Ach, du weißt, Florian, ich suche mir doch immer die Besten aus und heute bist du es. Ein umjubelter Auftritt, trotz der ungeplanten Sondereinlage. Ist das ein Sturz oder Modern Walking? Egal, ab da wollten die Fans die beiden wieder und wieder und wieder erleben. Anfang 2020 gab es dann die große Überraschung. Jetzt kommt alles ganz anders als geplant, stimmt's? Jetzt kommt alles ganz anders. Und für alle Leute hier in der Halle und am Fernsehen, wir beide lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Ja. Wir machen ein Duettalbum. Genau. Das Album steigt sofort auf Platz 1 der deutschen Charts ein und bleibt dort sogar auch noch in der zweiten Woche. Das gelang Thomas Anders mit Modern Talking zuletzt vor 18 Jahren. Da ist die Eins. Ach du Scheiße, wie cool ist das denn? Flori, wir haben es geschafft. Und all das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang. Aktuell steht die Winter Edition des Nummer 1 Albums in den Läden. Der Weltstar und der Entertainer. Ein goldenes Duo. Ja, Wahnsinn. Thomas, du hast den Dreh raus. Ja? Das kann keiner so elegant wie ich. Ja, der war so schön. Das gibt es bestimmt noch in der Uncut-Version. Ne? Ja, 100%. Ja, ja. Da müssen wir noch mal in die Archive gucken. Also wirklich ein tolles Jahr für euch, ein unglaublicher Erfolg. Und ich freue mich sehr, jetzt einen Mann begrüßen zu dürfen, der euch ehren wird. Oh. Ja, und das war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der dieser Aufgabe gerecht werden kann. Aber wir haben jemanden gefunden. Ne? Er ist ein hervorragender Pianist. Er ist studierter Musikwissenschaftler. Oh, ich höre ihn schon stöhnen. Ja, er ist ein wirklich exzellenter Swing-Musiker. Und er ist auch noch Honorarprofessor für Popularmusik, meine Damen und Herren. Meine, hier ist er. Hier ist euer Laudator. Hier ist Götz Salzmann. Das coolste Ein-Mann-Orchester, was man sich vorstellen kann. Ach, das ist schön. Oh, wird das eine musikalische Laudatio? Das wird eine Liedauzia. Eine Liedauzia. Der Flori und der Thomas, die hatten einen Streit. Wer wohl am schönsten sänge? Wer wohl am schönsten sänge zu dieser schrillen Zeit, zu dieser strubbeligen Zeit. Der Flori sagt zum Thomas, ich sing höher noch als du.
Aber Thomas, der sang höher, wen wundert's? Nein, Thomas, der sang höher. Und Flori spielte die Hatziharmonika dazu. Und Flori spielte die Hatziharmonika dazu. Ja. Ja. Fühlt ihr euch ertappt, Jungs? Ja, ein bisschen. Die Leute dachten sich, mein Gott, das klingt so fein. Und sie rieben sich die Augen, dann rieben sie sich die Ohren. Kann das wohl Wirklichkeit sein? Kann das wohl Wirklichkeit sein? Dann gingen sie hin und sie kauften die Lieder von euch zwei. Und dran gingen sie in die Geschichte, na zumindest in die Musikgeschichte. Dann gingen sie in die Geschichte ein, dann gingen sie in die Geschichte ein. Doch Leute, es kommt noch besser, das Glück der Sänger war euch hold. Denn heute gibt's für euch die Henne, denn heute gibt's für euch die MDR-Henne. Und es gibt sie aus purem Gold. Und es gibt sie aus purem Gold. Und Freunde, ich gratuliere euch herzlich dazu. Florian Silbereisen, Thomas Anders, die goldene Dankeschön. Henne. Danke. Vielen Dank, Götz. Wow. Super. Live gespielt und live gesungenes Alzigramm. Ja? Ein Alzigramm. Ein Alzigramm. Herrlich, herrlich. Wunderbar, wunderbar. Und vielen Dank. Auch. Danke, ja? Danke. Mit dem Anspruch auf den perfekten Reim, aber jetzt, und das darf ich ganz ungern. Götz, bleib bei uns. Bleib doch da, natürlich, bitte. Natürlich, du adelst jedes Bild, also insofern bleib es erhalten. Ne? So, jetzt muss ich es aber ganz ungereimt und offiziell machen. Die goldene Henne in der Publikumskategorie Musik geht an Thomas Anders und Florian Silbereisen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Dürfen und, wir. Thomas, ja, jeder eine. Nacheinander. Genau. Wir haben jetzt hier die zwei Hände. Also, soll ich anfangen? Gerne, gerne. Du hast ja auch schon zwei Hände, ne? Ist deine dritte? In der Kategorie Musik ist es tatsächlich die erste. Aber ansonsten die dritte, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin total, ja, ich, stolz und ich bin wirklich überwältigt. Und das ist für mich ein ganz besonderer Preis. Ich meine es wirklich vom tiefsten Herzen, weil es ist ein Publikumspreis. Und der zählt für mich immer ganz, ganz besonders, weil es sind Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und es sind Sie, liebe Leserinnen und Leser und unsere Fans, die uns diesen Preis möglich gemacht haben. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes, und ich werde diesen Preis wirklich nach Hause nehmen. Er bekommt einen besonderen Ehrenplatz, und an dieser Stelle, es gibt so vielen Menschen, gilt es Danke zu sagen, aber ich möchte dir danken, Florian, weil es ist eine unglaubliche Reise, die wir bis jetzt gemacht haben. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Eigentlich dürften wir gar kein Geld dafür kriegen, aber es macht wahnsinnig viel Spaß mit dir, und ich sage nochmals herzlichen Dank an alle, die uns gewählt haben. Danke, danke, danke. Von tiefstem Herzen. Dankeschön. Ich danke dir, lieber Thomas, und diese Henne, es ist tatsächlich für mich die dritte Henne. Aber die ist eine ganz besondere, vor allen Dingen in diesem ganz besonderen Jahr. Und ich möchte die auch ein bisschen stellvertretend für alle Künstlerinnen, für alle Kolleginnen und Kollegen, auch die heute hier nominiert waren. Alles ganz, ganz tolle Musikerinnen und Musiker. Stellvertretend nehmen, denn wir Musiker und wir Künstler, wir merken ja momentan nicht, wie sonst durch Applaus, durch das Mitsingen oder durch das Mitfeiern, ob unsere Musik überhaupt ankommt. Und umso schöner ist es dann, vom Publikum so eine Henne zu bekommen, denn durch diesen Publikumspreis können wir alle, auch Sie, ein bisschen spüren. Insofern vielen herzlichen Dank an alle, die uns die Stimme gegeben haben, aber auch allen Kolleginnen und Kollegen die Stimme gegeben haben. Ich denke mal, das war ganz, ganz knappes Rennen, und ich kann nur sagen, vielen Dank, und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Vielen herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch an Thomas Anders und Florian Silbereisen. Und vielen Dank natürlich nochmal an Götz Alsmann, meine Damen und Danke, Herren. Danke, Götz. Vielen Dank. Meine